Herzlich willkommen auf dem Build Your Life Channel. Heute geht es um das Thema Bewertung. Wie sammelst du die ersten Bewertungen für dein Amazon FBA Produkt? Wie kannst du direkt am Produkt Launch deine Verkäufe schon richtig pushen, dadurch, dass du eben bessere Bewertungen hast und deine PPC-Kampagnen rentabler gestalten, dadurch, dass du eine höhere Conversion Rate hast? Das Wissen, was ich dir in diesem Video vermittle, ist extrem wichtig für deinen Produkt Launch und damit auch deinem späteren Erfolg im Amazon FBA Business. Bleib also unbedingt dran, wenn du vorhast, ein Amazon FBA Produkt zu launchen und dafür erste Bewertungen sammeln möchtest. Bewertungen sind einfach extrem wichtig. Wenn Kunden sehen, okay, dieses Produkt hat so und so viele gute Bewertungen, dann kaufen sie viel eher, weil sie sehen, okay, das hat einen Social Proof, das gefällt anderen Leuten und Menschen ticken eben so, dass ihnen Dinge gefallen, die auch vielen anderen gefallen. Wir folgen gerne der Masse. Das ist eine ganz natürliche Sache. Wenn die sehen, okay, der hat kaum Bewertungen, selbst wenn die ganz gut sind, aber der hat vielleicht nur ein oder zwei Bewertungen oder vielleicht gar keine Bewertung, dann kaufen sie viel unwahrscheinlicher, wenn es ein ähnliches Produkt gibt, zu deinem eine Alternative, die einfach mehr Bewertung hat, also mehr Social Proof. Denn auch das ist ein Mehrwert, den du deinem Kunden bieten kannst, ein Social Proof. Also die Meinung anderer Menschen, die Empfehlung anderer Menschen, das ist extrem wertvoll. Wenn deine Kunden sehen, dein Produkt hat schlechte Bewertung, dann kaufen sie es nicht, weil sie sich denken, okay, dieses Produkt muss schlecht sein, egal wie toll deine Produktbilder sind, egal wie toll deine Bullet Points sind. Deswegen sage ich auch immer, die Bewertungen sind so ein bisschen das i-Tüpfelchen eines guten Listings. Ne? Also die Produktbilder müssen passen, der Titel muss passen, die Bullet Points müssen passen, die Beschreibung muss passen, aber ganz wichtig im Zusammenspiel mit guten und vielen Bewertungen. Wie du die bekommst, das möchte ich dir jetzt erzählen. Und zwar wird es in diesem Video primär darum gehen, wie du deine ersten Bewertungen sammelst. Das heißt, die Bewertung so von 0 bis 5 bis 10, die ersten 10 Bewertungen vielleicht, sodass du dann PPC-Kampagnen starten kannst und wirklich die ersten Verkäufe machst. Und dann werde ich noch ein weiteres Video mal machen, wie du dann aus deinen Verkäufen sozusagen, die du dann langsam über die Monate, Wochen generierst, Jahre generierst, möglichst viele Bewertungen rausziehen kann, damit du wirklich im Verhältnis zu deiner Konkurrenz die meisten Bewertungen erhalten kannst und das schon in wenigen Monaten. Da gibt es ein total cooles Programm, das werde ich dir mal vorstellen. Aber in diesem Video geht es, wie gesagt, erstmal nur so um die ersten 10 Bewertungen, dass du wirklich loslegen kannst, PPC-Anzeigen schalten. Denn wie gesagt, wenn du keine Bewertung hast, kann ich dir wirklich nicht empfehlen, schon PPC-Anzeigen zu schalten. Das Ganze wird extrem teuer und vor allem ist die Conversion Rate extrem minderwertig. Also wirklich, da schließt du einfach extrem wenig Verkäufe dafür ab, was du da ausgibst. Lohnt sich also nicht. Das heißt, schau dir das Video also wirklich bis zum Ende an. Es gibt von Amazon einige Verbote, was du nicht machen darfst, um Bewertungen zu bekommen. Dazu gehört einmal natürlich, Leuten Geld dafür zu bieten oder etwas anderes zu bieten, sozusagen dafür, dass sie für dich eine positive Bewertung schreiben. Du kannst natürlich Leute fragen, einfach schreib mir eine ehrliche Bewertung. Das ist der springende Punkt, denn Amazon möchte auf keinen Fall, dass du zu jemandem hingehst und sagst, hey, kannst du mir nicht eine positive Bewertung schreiben? Selbst zu euren eigenen Kunden dürft ihr das später nicht sagen. Ihr dürft immer nur nach ehrlichen Bewertungen fragen. Sobald da eine wertende Sache drin ist, oder zum Beispiel sieht man das auch manchmal in Produktlistings, da steht, wenn sie mit unserem Produkt zufrieden sind, bewerten sie uns. Wenn nicht, melden sie sich oder schreiben sie uns etc. Das ist total verboten. Du solltest dich auf jeden Fall an die Richtlinien, die Amazon dir stellt, halten. Das ist ganz wichtig, denn ansonsten kann es dir passieren, dass Amazon dir sogar die Verkaufslizenz entzieht, du also keine Produkte mehr über Amazon verkaufen darfst. In den meisten Fällen löschen die einfach alle Bewertungen, was auch ziemlich blöd ist, denn dann fängst du sozusagen wieder bei Null an und wirst wahrscheinlich, wenn du vorher dich nicht drum gekümmert hast oder nicht wusstest, wie man es richtig macht, auch dann wieder einen Fehler machen. Und wenn das passiert, dann können sie dir halt echt die Lizenz entziehen und das wäre extrem blöd. Deshalb möchte ich dir jetzt Wege vorstellen, wie du das Ganze legal machen kannst, wie du das Ganze rechtskonform machen kannst. Und zwar, was wir noch einmal kurz zusammenfassen, was dürfen wir nicht? Also wir dürfen nicht konkret eine Person anfragen, schreibt für uns eine positive Bewertung. Wir dürfen niemandem Geld dafür bieten, eine Bewertung für uns zu schreiben. Das heißt, in diesen ganzen Produkttestergruppen auf Facebook etc. darfst du dich eigentlich nicht rumtreiben, wo man wirklich sagt, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt mehrere Seiten auf Facebook, mehrere Seiten auf Google, wo du Geld sozusagen hinterlegen kannst oder jemanden sagt, schreib eine positive Bewertung und dann überweise ich dir das Geld zurück. Kleine Information, ein Fehler, den du dir von vornherein ersparen kannst, wenn du Coupons ausgibst und ein Kunde dann eine Bewertung für dein Produkt schreibt, hat Amazon sich dazu entschieden, diese Bewertung nicht mehr anzuzeigen. Das heißt, im Grunde genommen ist das Ganze sinnlos. Das heißt, du musst dich nicht an Leute wenden mit einem Coupon und sagen, okay, ihr kriegt das Produkt für 5 Euro und schreibt mir dann eine Bewertung. Das funktioniert leider nicht mehr, denn da ist es auch naheliegend eben, dass ihr den Bewertungsgebenden in Anführungsstrichen bestochen habt. Was können wir also machen jetzt, um legal an die Bewertung ranzukommen? Erstmal kannst du dich immer an Leute in deinem Umfeld wenden und die fragen, hey, habt ihr nicht Lust, mein Produkt zu testen? Den könntet ihr ja rein theoretisch vielleicht sogar
Geld geben. Das kann Amazon natürlich nur sehr, sehr schwer nachvollziehen. Dennoch empfehle ich euch, das hier nicht zu tun. Im Idealfall habt ihr einfach ein Produkt und kennt Leute, die dieses Produkt wirklich brauchen und dir deswegen vielleicht auch ein echtes und ein ehrliches Feedback geben können. Such also Leute in deinem Umfeld oder vielleicht auch sogar, sprich wild fremde Leute an. Zum Beispiel, wenn du was im Bereich Fitness, Kraftsport vertreibst, geh ins Fitnessstudio und frag da Leute, hey, hast du nicht Lust, mein Produkt zu testen? Denn es gibt ein ganz großes Problem. Amazon hat mittlerweile seine Richtlinien so weit entwickelt und einen Algorithmus dafür entwickelt, der wirklich erkennen kann, okay, gibt es zwischen den beiden Personen, also dem Verkäufer und dem Käufer, der eine Bewertung abgibt, vielleicht einen Zusammenhang. Wenn du dich zum Beispiel im gleichen WLAN-Netzwerk öfters angemeldet hast oder von der gleichen IP-Adresse Zugriff auf ein Amazon-Konto gehabt hast, was bei guten Freunden durchaus mal der Fall sein kann, wenn du dich beim Kumpel oder so angemeldet hast, bei einer Freundin, wie auch immer, oder bei deinen Eltern, ganz egal, dann kann Amazon das sehen und wenn von diesen Leuten Bewertungen kommen, dann werden die auch automatisch gelöscht. Das muss nicht direkt zu einer Sperrung führen, denn das könnte ja auch zufällig passieren, aber bringt in dem Sinne also nichts. Musst du dich also nicht darum kümmern, dir so was zu beschaffen. Was allerdings sehr gut funktioniert, ist, dass du vielleicht auch über deine Eltern oder deine Freunde eben andere Leute erreichst. Das heißt, was du denen erzählst, was du vorhast, welches Produkt du hast und ob die nicht jemanden kennen, der das vielleicht testen könnte. Denn letztendlich, du musst keine 100, 200 Bewertungen jetzt einsammeln, sondern wirklich 5 bis 10, sage ich immer. 5 bis 10 reichen vollkommen aus. Und es sollte dir wirklich gelingen, da in diesem Bereich 5 bis 10 Leute zu suchen. Und im Notfall kannst du ja sagen, okay, dann lade ich dich mal ein zu einem Essen. Aber was echt wichtig ist, natürlich kann Amazon auch das nicht nachvollziehen, wenn du da sagst, gib mir bitte eine positive Bewertung, sondern die Leute da auch wirklich nach einer ehrlichen Bewertung zu fragen. Das Allerbeste, was du eigentlich machen kannst, ist wirklich die Leute vielleicht im Voraus, dass sie dir sagen, okay, wie ist deren ehrliche Meinung? Und wenn sie dir eigentlich ein schlechtes Kommentar schreiben würden, dann kannst du natürlich sagen, okay, lass das bitte. Trotzdem danke für das Feedback. Ich werde es in mein Produkt mit einberechnen, denn vielleicht gibt es da richtig geile Tipps, wie du dein Produkt noch sogar verbessern kannst, wie du vielleicht einen Mehrwert, noch einen Profit für den Kunden herstellen kannst, der dich dann langfristig nach ganz oben bringt, wenn du den mit einbaust. Okay, also negatives Feedback ist nicht immer nur schlecht. Außerdem kannst du natürlich Leute im Internet kontaktieren. Es gibt Testeportale, zum Beispiel, glaube ich, das Shopdoc, das nach wie vor anbietet, die angeblich, das, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber legal wirklich anbieten, dass du sagst, okay, testet mein Produkt, dann kannst du irgendwo Geld überweisen und dafür bekommst du dann Bewertungen, die allerdings auch ehrlich sind. Die können also auch negativ ausfallen. Um ehrlich zu sein, würde ich davon lieber die Finger lassen, denn ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie das laufen soll, denn im Grunde genommen bezahlst du ja Geld dafür und das ist ja laut den Richtlinien nicht konform, also illegal. Du solltest wirklich dabei bleiben, Freunde von Freunden zu kontaktieren, also so über ein Netzwerk das Ganze zu machen oder eben wirklich an die Orte zu gehen, wo Leute sich befinden, die vielleicht dein Produkt vermehrt nutzen und da direkt Leute anzusprechen, hey, hast du nicht Lust, mein Produkt zu testen? Privat kannst du dann natürlich immer noch sagen, hey, ich gebe es dir für die Hälfte. Wichtig ist wirklich, dass du nach einer ehrlichen Meinung fragst und nicht online das Ganze klärst mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst und dann anschließend per PayPal das Geld überweist, denn wenn Amazon das rausbekommt, wirst du eben gesperrt. Und das hat auch seinen Sinn, denn ehrliche Bewertungen sind etwas, was die Amazon-Kundenschaft sehr schätzt an dieser Plattform. Früher war das so, dass du selbst zu Produkten, die du gar nicht gekauft hast, Bewertungen schreiben konntest. Dementsprechend war natürlich viel so unterwegs, dass Produkte wirklich direkt beim Launch 30, 40 Bewertungen hatten, alle 5 Sterne natürlich, tolle Produktbilder direkt dazu noch hochgeladen wurden. Und das schadet der Plattform aber. Denn es ist nicht ehrlich, wenn das Produkt dann scheiße ist und der Kunde sieht das und denkt sich, hä, aber wie ist das zustande gekommen mit den 40 positiven Bewertungen, dann kauft er vielleicht nicht mehr auf Amazon, weil er der Plattform nicht mehr vertraut in den Bewertungen. Und du als Seller solltest dich auch glücklich schätzen darüber, dass Amazon sich darum kümmert, dass diese Plattform eben wirklich vertrauenswürdig bleibt. Das ist ganz wichtig für den Fortbestand und den Wachstum von Amazon und somit auch für das Wachstum von deinem FBA-Business. So, ich hoffe, du weißt jetzt, wie du deine ersten Bewertungen sammeln kannst, dass du dich eben nicht an irgendwelche Facebook-Testergruppen wendest und da Leuten Geld dafür bietest, dass sie dir gute Bewertungen schreiben. Du weißt, dass es verboten ist, nach einer positiven Bewertung zu fragen, sondern dass du eben nach einer ehrlichen Bewertung fragst und wen du ansprechen kannst, der wirklich dein Produkt testen kann. Im besten Fall sind es wirklich mal Leute, die ein Produkt wirklich brauchen, denn die sind oft sogar dazu bereit, den normalen Preis zu bestellen, weil sie auch ein Gesicht dahinter haben und dann Feedback zu geben, ist eigentlich eine geile Sache. So entstehen auch teilweise super tolle Kontakte vielleicht zu Leuten, die dir sagen, hey, vielleicht kannst du auch noch das Produkt und so machen. Sowas bietet wirklich viele Chancen. Nutzt das Ganze und holt euch die ersten Bewertungen. Dann kann es für dich losgehen. Du kannst jetzt PPC-Anzeigen schalten, denn du hast die ersten Bewertungen auf deinem Produkt. Du hast diesen Social Proof, auch wenn er noch relativ klein ist. Und dann sammelst du die ersten Verkäufe, du steigst höher in der organischen Suche und machst halt echt deine ersten Gewinne. Das ist mega geil. Und dann kannst du dich darum kümmern, wie du es jetzt schaffst, mehr Bewertungen aus denen
10 Leuten, die dein Produkt kaufen, herauszuziehen. Das werde ich dir in einem anderen Video erklären, wie du das genau machst, und dafür gibt es ein extrem geiles Programm, das werde ich dir einfach mal vorstellen. Lohnt sich total, benutze ich seit meinem ersten Verkauf. Abonniere also unbedingt meinen Kanal und verpasst dieses Video nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao.